Erfreulicherweise habe ich vor ein paar Monaten einen Film mit Penelope Cruz gesehen, der durch ihr Vorbild eine Trendwende einleiten könnte. Denn Frau Cruz zeigt sich entblößt und offenbart einen ganz und gar nicht Hollywood-esken Busen. Recht große Brustwarzen, so no-go in L.A. Nicht sonderlich groß, cute und deswegen so schön. Kein Doppel-D und auch keine schräg nach oben vorne operierten Dackelschnäuzchen. Auch Franka Potente hat mal Mut bewiesen zu ehrlichen Möpsen sozusagen, vor Jahren schon. Nur hat es keiner so richtig bemerkt. Es hätte damals schon der Beginn einer neuen Busenära sein können. Wäre doch toll, wenn auch die anderen verehrten Leinwandheldinnen im Falle eines Oben-ohne-Falls echt blieben und uns, allen anderen 99,9% der Frauen dieser Welt, das Echtsein dadurch erleichtern würden. Nicht falsch verstehen, ich will mich hier nicht zur Jeanne d'Arc der Hängetitten aufspielen, aber ein bisschen mehr Gnade mit den Gazongas der Mitbewerberin, genauso wie vor allem mit sich selbst, täte nicht schlecht. Denn am Ende, feministische Freundinnen, ist doch schön, was gesund ist. Wenn mir vorher jemand die Wahl gelassen hätte, hey, entweder die eine wird krank und muss operiert werden oder du bekommst eine andere, die der Schwerkraft schon ein paar Zentimeter nachgegeben hat. Welche nimmst du? Weiß Gott und ihr alle auch, ich hätte die gesunde gewählt. Sagt jetzt jemand, ich auch und dann lasse ich sie straffen. Ganz schön versaut sind wir mittlerweile. Schönheitsideal versaut. Schön ist, was gesund ist. Ich mache 3 Sternchen im Fleißbuch für Moralapostel und dann meinen Frieden mit mir. Wird doch Zeit. Meine Laufstunde ist um.